Am 22. November war es wieder soweit. In Freiberg wurde mit dem Christmarkt die Weihnachtszeit offiziell eröffnet. In seiner 27. Auflage hat er nichts an seiner Anziehungskraft verloren. Ganz im Gegenteil gilt er doch als einer der nostalgischsten in Deutschland. Das Stadtgebläse begleitete den Aufmarsch der Kindergärten der Stadt. Um die 150 liebevoll kostümierte Kinder waren erwartungsvoll zum Obermarkt gekommen. Selbst der Oberbürgermeister entpuppte sich als Weihnachtsfan. Es ist schön. Endlich geht der Weihnachtsmarkt los. Auch wenn das Wetter noch ein bisschen kälter sein könnte und der Schnee vielleicht auch noch kommt. Aber ich freue mich, dass Sie alle da sind und dass wir uns heute hier gemeinsam in den Advent einstimmen. Immerhin die längste Adventszeit dieses Jahr. 31 Tage hat der Christmarkt geöffnet, genug Zeit, um alles, was hier in diesem Jahr ist, schön zu genießen. Ja, und zum Genießen gehören auf alle Fälle die rund 100 Händler, die mit ihrem Angebot den Christmarkt erst so einzigartig machen. Eine davon ist Rita Langer-Erler aus Seida mit erzgebirgischer Volkskunst. Besinnlich wurde es, als Weihnachtsengel Maria ihre Stimme erklingen ließ. Süße die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Süßes, ob Engelein singen, wieder mit Liebe und Freud. Nachdem der Countdown heruntergezählt worden war, erleuchtete der Christbaum im Jubel der Kleinen. 4, 3, 2, 1, 0! Beim Ingangsetzen der Pyramide halfen alle Kinder kräftig durch Anpusten mit. Ja, ja, warte mal hier, du auch nochmal. So viel Arbeit musste natürlich auch belohnt werden. Das übernahm der Weihnachtsmann. Ein Novum gibt es auf dem Freiberger Christmarkt und das ist die Hilligerglocke, welche jeden Tag zum Ausklang läutet. Wir als Hilligerverein, der im November 2014 hier in Freiberg gegründet wurde, wollen das Andenken an die Gießerfamilie Hilliger, die hier in Freiberg über mehrere Jahrhunderte Glocken gegossen hat, die heute noch auf vielen Kirchtürmen in Deutschland und Europa hängen. Wir wollen an diese Familie die Tradition erinnern und anknüpfen. Schon am ersten Tag war der Christmarkt gut besucht. Und wer noch nicht dort war, kann dies noch bis zum 22. Dezember tun. Täglich ab 10 Uhr. Sonntags ab 10.30 Uhr.